Aber kann euer Stuhl das? Kauft jetzt meinen Stuhl und joint der Stuhlgang. Stuhlgang. Es ist Stuhlgang. Link in der Videobeschreibung. Kauft jetzt meinen Stuhl. Yay! Ein neuer Tag in der besten Schule der Welt. Darauf erstmal einen Schnaps, Alter, und zwar richtig tief in den Rachen. Ey, der Lehrer kommt, Jungs. So, schaut mal hier, das 187 gedacht. Warum ist hier vorne die Betonfläche weg? Bestimmt wieder die Crack-Eltern von Hugo. Ach Gott, die besondere Schule für ganz besondere Schüler. Einen wunderschönen guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ah, Stein, du bist also auch wieder da. Bist du wieder gesund? Ja! Yeah. Geht es dir gut, Stein? Ich habe Bauchschmerzen. Wie bitte? Du, alles klar. Max, wie geht es dir? Mir geht's bestens. Wie geht's Ihnen, Herr Lehrer? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab nicht geschwänzt, wirklich. Ja, Stein, setz dich auf deinen Stuhl. Ich weiß, dass du geschwänzt hast. Nicht geschwänzt hast. Hugo, wie geht es dir? Mir geht's scheiße. Hugo, was ist Freunde los? Sein? Mehmet bullet mich die ganze Zeit. Mehmet? Du bist scheinbar Mehmet, ich hab dir schon 10-mal gesagt, dass du aufhören musst, die anderen Schüler zu mobben, okay? Sonst gibt das wirklich Ärger, ja? Ja, 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 okay. Gut, Kinder, ich bin heute nicht ganz so gut dran. Hey, so. Mama, ich hab nur einen Freund. Stein, das ist Max. Max ist schon seit 2 Jahren in dieser Klasse. Ich weiß nicht, wie euch bei 5 Schülern... Wo ist denn Lisa? Ach, Gottes Willen, Lisa scheint heute Dein Max zu sein. Ist ein Streber, mit dem willst du nichts zu tun haben. Okay, ist ja auch egal. Dein, Kinder, ja. Dein ist jetzt mein Freund. Kinder, bitte hört auf, euch zu streiten, okay? Kommt mal bitte mit mir. Wir gehen ganz kurz hier vorne in den Informatikraum und haben Informatikunterricht. So, Kinder, setzt euch bitte jeweils alle an einen PC-Terminal. Am liebsten nehmt ihr hier vorne Fortnite wird gespielt. Es wird nicht Fortnite gespielt, Memo. Wir programmieren Algorithmen für das Wirtschaftsministerium. Nein, Klasse, Age of Empires. Gut, Herr Lehrer, nein. Ich will neben Sie. Bitte, ich bin wirklich nicht gut dran heute. Ich bin ein bisschen krank, okay? Also. Leute, ich hab Minecraft-Server aufgemacht. Komm, join. Nein. Bruder, was ist die IP? Leute, bitte. 1.3. Max, wie bist du bei deinem Programmierprojekt vorangekommen? Ich bin drauf. Bis jetzt noch gar nicht, weil sie uns noch nicht gesagt haben, was wir machen sollen. Okay, Max, ich möchte, dass du einen sehr, sehr umfassenden Algorithmus für. Oh Gottes Willen, ich... Geht's Ihnen nicht gut, Herr Lehrer? Ich bin wirklich krank ein wenig, Max. Warte, ich hab... Meine Mutter gibt mir immer extra Medizin. Gehen Sie doch nach Hause, wenn Sie krank sind. Nein, das würde ja bedeuten, dass ihr schulfrei habt. Das Herr Lehrer, versprochen, wir machen Algorithmen. Nein, Max, programmierst du mir bitte ganz kurz den Algorithmus für das Wirtschaftsministerium, der monitort, ob die Arbeitslosenquote weiterhin abfallend ist. Gottes Willen, war das gerade Lisa? Ach Gott, ich hab, glaube ich, schon Fieber mittlerweile, ey. Gut, Kinder, Memo, was hast du bis jetzt gemacht? Nein, Stein! Ich hab Dias gefunden! Kinder, Max, kannst du ganz kurz auf die Klasse aufpassen? Ich muss mal ganz kurz ins Lehrerzimmer. Ich passe hier auf. Oh Gottes Willen, ich kann nur hoffen, dass die neue Vertretungskraft mittlerweile schon da ist. Frau Hamacher! Mein Name ist Frau Voss. Frau Voss, ach gut, sehr schön, dass die da sind, Frau Voss. Darf ich Ihnen kurz was sagen? Ihre Bändel von ihrem Pulli stehen seltsam nach vorne ab. Irgendwie. Frau Voss, ich muss ehrlich sagen, mir geht's nicht. Wo schauen Sie mir denn hin, bitte? Ach Gottes Willen, Frau Voss, es tut mir leid. Das geht mir nicht so sonderlich gut. Meine Stimme macht doch nicht mehr so gut mit. Könnten Sie vielleicht heute als Referendarin die Klasse Stein? Max, wenn du es verrätst, kriegst du Stein. Stein, ich sehe dich. Wissen, dass Ihre Klasse die ungezogenste Klasse überhaupt ist? Stein, Frau Voss, das ist die einzige Klasse in dieser Schule. Stein, gehst du bitte zurück in den Klassenraum? Oh shit, komm schon, komm schon. Frau Voss, wir haben heute Informatik. Frau Voss, kommen Sie bitte die Treppe zurück. Frau Voss. Ich muss kurz meinen magischen Zeigestock holen. Gut, alles klar. Kinder, Frau Voss übernimmt heute den Unterricht. Das ist eine neue Lehrerin. Herr Lehrer. Was denn? Memo und Schmocki haben es versteckt. Hier hinten. Memo und Schmocki, wo seid ihr denn? Heiß ich Schmocki, was Max ist. Max ist so ein Schleimer, Mann. Hugo, bitte, jetzt kommt ihr aus der Ecke. Kinder, bitte, lasst mich hier. Mann! Hör auf, Stein! Hey, Gottes Willen, wo ist Hugo? Okay, ja, alles sie gut. Sie haben mich mal okay. wieder umgebracht. Alles Kinder, gut. Okay. alle auf die Plätze, Ruhe jetzt. So, Frau Voss hat nämlich das... Bist so süß. Oh, die neue Lehrerin ist echt geil. Frau Voss, bitte zeigen Sie den Kindern, was sie machen, wenn ne, sie wissen schon nicht. Nein, abhauen. Auf den Platz, Kinder. Ich zähle bis 3. Ich will die Umgang ausrechnen, bitte. 33. Stein, hör auf. Tschüss. Die haben Stein umgebracht. Nein, der ist nur betäubt, keine Sorge. So, Kinder, Stein kommt gleich zurück aus dem Krankenflügel und Frau Voss kümmert sich jetzt darum. Frau Voss, bitte passen Sie mit dem Boden auf. Der ist wirklich sehr teuer gewesen, ja? Ja, Schule. Ja, sie sagen es. So, Kinder, könnt ihr ganz kurz alle mal eine Reihe vorne bilden, bitte? Und euch Frau Voss... Oh, mein Kopf, mir ist so schlecht. Und euch Frau Voss vorstellen. Hier vorne vor der Tafel bitte eine Reihe bilden jeweils und euch dann einfach mal vorstellen. Das wäre super nett. Okay, also fangen wir mit Max an. Max, stell dich kurz Frau Voss vor, bitte. Hallo Frau Voss, mein Name
Name ist Max und ich bin der beste Schüler in der Klasse. Da muss ich ihm ja, recht geben. Ja, mir gefällt deine Hornbrille. Sehr gut, okay. Stein, du bist Hallo, dran. Hallo, guck mich an. So ein Stimmbruch? Bald, warte ab. Dann krieg ich dich. Okay, das war Stein. Der nächste bitte. Oh, Hugo, kommst du kurz nach vorne? Hallo, ich bin Hugo und ich finde dich voll süß. Was ist denn mit euren Stimmen los? Guck mal, Max ist ein Künstler. Nackte Frauen auf meiner Tafel. Nein, das ist Katalea. Das ist Katalea. Max ist ein extremer Künstler. Memo, möchtest du dich vielleicht noch kurz vorstellen? Hier ist keine Konkurrenz geduldet. Ich bin Memo und ich bin der Coolste hier. Okay, ja, das ist gut. Frau Voss. Nicht mehr mit, halt die Fresse. Frau Voss. Hugo, verpiss dich mal. Alle auf ihre Plätze, wir schreiben jetzt eine spontane Arbeit. Oh Gott, die Lehrerin ist so gut. Max, ich bleib mal bei dir. Bitte? Kinder, wieso juckt es mich so? Hat hier einer von euch Flöhe? Nein, Frau Voss, niemand hat Flöhe, wirklich nicht. Es hat niemand Flöhe. Ich hab Flöhe, what the fuck? Nein! Um Himmels Willen! Kinder, die Grenze ist ausgebrochen! Alle raus hier, Schulfrei! Frau Voss, nein, Memo, warte! Kinder, bitte! Herr Lehrer, was soll ich jetzt tun? Okay, Kinder! Geht weg von mir, geht weg! Nein, Frau Voss, bitte! Frau Voss, okay, ganz kurz, ruhig! Ruhe, bitte, alle in die Ruhe. Sporthalle, Frau Voss, das ist jetzt wirklich nicht nötig, bitte. Eiferstein hat Flöhe! Nein, Eiferstein hat keine Flöhe. Frau Voss hat gesagt, geht in die Sporthalle. Alle in die Sporthalle, bis wir rausgefunden haben, wer Flöhe hat. Frau Voss. Wir werden jetzt herausfinden, wer die Flöhe hat. Ich gebe euch jetzt Säfte und okay, werde danach alle. Bin da. Entschuldigung, auch Frau Voss, der Zeigestock ist wirklich verdammt gut. Das muss ich ihn lassen. Jetzt weiß ich, wo unsere Steuergelder drauf gehen. Memo, danke, dass du hier die Wand hast, aber das. Alle also, bitte in eine Reihe, Kinder. Gut, ich habe hier okay. jetzt Säfte. Jeder von euch trinkt einen und derjenige, Frau Voss, der durchdreht, hat die Voss, Läuse. Frau ja, Voss, bitte. Max, gibst du... Er hat eine Waffe. Max ist der beste Schüler, der darf eine Waffe. Frau Voss, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Frau Voss, können wir einmal ganz kurz hier in unter vier Augen reden? Ja, unter ihre vier Augen kenne ich ja von anderen Geschichten her. Ja, kommen Sie kurz mit. Ja? Frau Voss, ganz kurz, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber die Schüler werden jeden Können Morgen... Können Sie bitte Ihr Schwert wegpacken? Das macht mich sehr nervös. Natürlich. Alter, die sind ficken gegangen. Die Schüler werden jeden Morgen von mir höchstpersönlich und ehemals vom Hausmeister mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Oh mein Gott, die Makrob, ich hab Snapchat-Story, ihr seid ein Nein, Frau Voss, bitte. Frau Voss, bitte. Der ist ein Jungs, einfach. Der hat keine Flöhe. Frau Voss, der Junge hat keine Flöhe, der ist wirklich sauber, der wohnt da vorne in dem Wohnwagen. Ich kenne auch seine Mutter. Das ist alles clean, okay? Können wir jetzt bitte weiter Informatik machen? Frau Voss, warum nicht? Sie machen mir Angst mit ihren komischen, großen, leuchtenden Schwertern und ihren versifften Kindern. Das geht überhaupt Frau nicht. Frau Voss, die Kinder sind nicht versifft. Die sind wirklich sauber. Aber bitte, Sie sind heute die Vertretungslehrerin. Ich habe eh Kopfschmerzen. Kümmern sich einfach darum, dass die Kinder ein bisschen Sport machen und gut ist. Kinder, wo seid ihr? Die sind dumm, Alter. Wir sind hier in der Sporthalle. Kinder, wir sind in der Umkleide. Kinder, kommt bitte Umkleide, alle aus wir müssen uns doch umziehen, ja? Nein, ihr seid doch schon alle um... Oh mein Gott, so geile Bilder. Stein, bitte. Oh, Frau Voss, zeig mal. Es ist Zeit für eine Ansage. Zeig mal. Kinder! Hier. Warum werde ich eigentlich immer gekillt? Hugo, bitte halt den Mund. Du bist das ärmste Kind aus der Klasse. Stein, hör auf. Alle umgehen. Ist das klar? Nein. Alle gehen jetzt rüber in den Raum hier, in die halb kaputte Sporthalle. Alter, ich sag das meinen Kindern. Hören auf, Frau Voss. Frau Voss, bitte ein wenig Sport und dann finden wir vielleicht später noch heraus, wer Flöhe hat. Um Gottes Willen, ich habe solche Heute Kopfschmerzen. Tanzunterricht. Frau Voss, Frau Voss. Okay. Ja. Was ist Sex? Ach Gott, Hugo, bitte. Das besprechen wir später. Also, auf jeden Fall, apropos Sex, ich möchte jetzt ein paar Tänze vorne haben. Darf ich mitmachen? Ja, gerne, ihr dürft alle mitmachen. Memo, wo bist du? Memo, stopp, Frau Voss, bitte. Memo, leg das Schwert bitte hin, sonst muss ich den Hausmeister holen. Leg das Schwert hin und ich hol den Hausmeister. Schlägst du mich doch mal? Ich hol den Hausmeister, leg das Schwert hin. Gibt's auf jeden Fall eine 1. Ey, Max, Memo! So, Kinder, wir müssen jetzt die heilige Waschung machen gegen die Flöhe. Bitte alle mal Frau zum Voss, Pool. Frau Voss, es hat niemand Flöhe. Memo, wenn du mich noch einmal mit dem Schwert K.O. haust, dann werde ich hingehen. Höchstwahrscheinlich deine Mutter mit dem Raketenwerfer ins Gesicht schießen. Ist das klar? Alter, nichts gegen meine Mutter, ja. Doch, Memo, gegen deine Mutter, damit wir es verstanden haben. Alle Kinder jetzt hier vorne rüber. Wer in den Pool pisst, bekommt eine 6. Ausziehen in den Pool. Kommt jetzt los. Frau Voss, geben Sie den Kindern ganz kurz Schwimmunterricht und ich gehe ganz kurz in die Umkleide. Ich glaube, ich muss kotzen, ey. Mir geht's gar nicht gut. Jetzt ist bitte keine... mal alle Bahnen schwimmen. Wer reinpisst, wird Gott, erschossen. Umziehen. Ihr geht jetzt mit Kleidung ins Bett, ins Wasser. Los, ins Bett! Okay. Guck mal, Hugo macht das richtig gut. Sehr schön, okay, Hugo. Okay, Frau Voss, schauen Sie mal, was ich kann. Wow, Max. Mein Lieblingsschüler bekommt natürlich eine 1. Stein, komm bitte da runter, es wird heute nicht gesprungen. Alle bitte die Bahnen schwimmen, Kinder. Stein, oh Gott, mir ist so haltet schlecht. Haltet euren Urin zurück. Wie ist das mit den Flöhen? Ich glaube, die Thematik hat sich ereignet, oder? Also, das ist jetzt nicht mehr aktuell. Ich versuche sie gerade rauszuwaschen in ihrem Pool. Gut, dann ich hab ins Wasser machen sie mal. Max, bitte, das muss nicht sein. Oh Gott, ist das... Ah!
Alpha in den Festbeck gepisst, Mann. Das war nicht Alpha, das war Mann. Das hab ich sogar reingeschrieben. Kinder, ich schau mir das von hier oben alles an. So, ihr macht das sehr schön. Alpha, steigt hier bitte auf den Pool zu pupsen. Memo, geht jetzt ins Wasser. Memo, geht ins Wasser. Das Ekel hat da reingepisst. Memo, geht ins Wasser. Ich weiß nicht, was los ist, aber es juckt mich zwischen der Arschritze. Einer von euch hat Flöhe. Frau Voss, ich glaube nicht, dass jemand Flöhe hier hat. Ich bin mir da wirklich ziemlich sicher. Ich bin mir sicher, dass jemand... Er kratzt sich doch die ganze Zeit am Kopf. Ich sehe es doch ganz genau. Frau Voss, es kratzt sich hier niemand am Kopf. Wirklich nicht. Memo, bitte! Es tut mir leid, aber die müssen alle in Quarantäne. Wenn sie Frau Voss, nein. Ich hatte letztes Mal schon das Problem mit dem Hausmeister. Bitte fangen Sie nicht auch so an, bitte. Meldet sich freiwillig, wer Flöhe hat, ansonsten müssen alle in die Quarantäne. Okay, ich muss die Polizei rufen. Moment. Ich muss die Polizei rufen, das geht so nicht. 110, ich brauche hier ganz kurz einen Streifenwagen. Eine Lehrerin bei uns in der Schule dreht durch. Frau Voss, ich hab die. Frau Voss, hören Sie auf die Schüler zu schießen, Frau Voss. Nein! Die sind alle versifft, bleib Frau weg Voss, von mir. Frau Voss, haut ab. Die Kinder, denen geht es gut. Die sind alle wirklich sauber. Nein, mich juckt es. Oh Gott. Hey, Hugo. Ich muss den Juckreiz loswerden. Nein, Frau Voss. Frau Voss, hallo, bitte. Bitte. Ja? Frau Voss, okay. Es ist die Lehrerin. Ich kann den Scheiß nicht abschütteln. Okay, Frau Voss, bitte. Okay, alle Kinder bitte ins Wasser. Alle bitte ins Wasser, Frau Voss. Die Polizei. Es juckt. Frau Voss. Hallo. Es juckt! Einer der Kinder ist verlaufen! Nein, Frau Voss, legen Sie die Waffe bitte hin! Frau Voss, die Polizei wird sie jetzt mitnehmen und dann. Warum mich? Frau Voss! Hey, komm, du Alter! Sie haben die Flöhe! Stein, sie wo, haben die Flöhe. Stein, wo hast du die Waffe her? Ich sehe dich überhaupt nicht! Stein, Kinder, hört auf die Polizei! Jetzt verpisst euch in eurem Pool! Okay, Kinder, ich möchte, dass das jetzt hier deeskaliert. Es soll wirklich. Das habe ich nur alles gesagt. Nein! Okay, bitte schießen Sie! Bring sie hier rein um! Okay. Oh Gott, okay. Kinder, ich würde sagen, es tut mir leid. Ihr dürft alle nach Hause gehen, ihr habt alle schulfrei. Mama, ich komm gleich. Hey, Hugo, lass mich werde dann die Vertretungslehrer beim nächsten Mal deutlich besser überprüfen, ja? Vorsichtig, ich muss sau furzen. Kinder, macht's gut. Ich hasse diese Schule.